Hallo, einen wunderschönen guten Abend aus unserer improvisierten Live-Konferenz. Ich muss gerade mal überprüfen, ob das hier vom Bild so passt. Ich hoffe, mich können alle hören, aber die Lautstärke schlägt aus. Ja. Ich bin der Philipp. Ich habe mich jetzt über modernste Technik in dieses Studio eingeklinkt, um mit Nico über den DSA-Werkstattbericht zu reden, beziehungsweise überhaupt einen Bericht abzugeben, wenn man so möchte. Und werde dich jetzt gleich mit ganz vielen Fragen löchern, Nico. Bist du bereit? Ich bin bereit dazu, nur zu. Das freut mich. Ich versuche auch zwischendurch immer so ein bisschen ein Auge auf den Chat zu werfen. Wenn das nicht alles super synchron ist oder ich da sofort darauf reagiere, nimm es mir bitte nicht übel. Ich muss hier gleichzeitig noch die Illustrationen einblenden und so weiter und Regie machen. Genau, wir Deswegen haben vielleicht. es ein bisschen überarbeitet, was die Technik betrifft. Das ist das, was uns auch vorhin beim Wiedereinstieg ins Solo ein bisschen Zeit gekostet hat und jetzt nochmal ein paar Minuten extra obendrauf gekostet hat. Aber wir versuchen euch jetzt, Philipp von zu Hause, mich aus dem Studio und noch ein bisschen Artwork alles zusammen zu präsentieren. Ganz genau. Du hast mir nämlich einen riesengroßen Ordner an verschiedensten Bildern und ganz tollem Artwork gegeben, mit dem ich gleich die Leute hier füttern darf. Ich freue mich da richtig drauf und ich würde sagen, wir fangen am besten mal mit so einem kleinen Einstieg an. Es sind ja so ein paar Sachen, die du mir schon gegeben hast, die zum Beispiel mit den DSA-Romanen von Daniel Jüdemann zu tun haben, nämlich die Kastesia. Genau. Was kannst du denn dazu gerade so Neues berichten? Ja, die Kastesia-Romanreihe haben wir zum ersten Mal auf dem Casaraul-Konvent 2019 angekündigt. Da haben wir das wahnwitzige Unterfangen angekündigt, eine sechsteilige Romanreihe herauszubringen und zwar alle 2 Monate einen weiteren Teil zu publizieren. Auf dem KAK im letzten Jahr konnte man dann auch schon direkt den ersten Teil kaufen. Und im nächsten Monat, im April, kommt pünktlich nach allen 2 Monaten dann auch der sechste Teil, das mit dem Titel Reich der Toten heraus. Damit ist die Reihe dann vollständig und es besteht auch kein Zweifel daran, dass der Roman erscheint. Wir hatten ihn schon im Vorverkauf und ich habe ihn auch selber schon zu Hause. Markus hat ihn leider noch nicht hier im Studio im Archivregal untergebracht, sonst hätte ich ihn jetzt auch noch mal in die Kamera gehalten. Es gibt ihn tatsächlich wirklich. Und ich bin da auch so ein bisschen stolz drauf, dass es uns gelungen ist, eine sechsteilige Reihe einfach mal so fertig zu kriegen und pünktlich, so wie wir es angekündigt haben, durchzuziehen. Sehr, sehr cool. Ich habe das Cover gerade mal eingeblendet. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, also wir nähern uns einem fulminanten Finale, wo es nochmal ordentlich zur Sache geht und da können wir dann gucken, was aus den Geschwistern wird. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und wir haben aber noch ein bisschen mehr aus diesem Bereich, wenn ich das so sagen kann. Genauer gesagt, aus dem aktuellen Bereich gerade. Ich bin jetzt schon ein bisschen gesprungen. Du hast nämlich zum Beispiel auch noch ein kleines Bild der Werkzeugebox des aktuell laufenden Crowdfundings hier gegeben. Genau, ich wollte zum Werkzeuge-Crowdfunding auch noch ein Wort verlieren. Und zwar, also Alex hat ja letzte Woche in dem Werkstattbericht, wo du mit ihm geskypt hast, schon sehr viel über einige Produkte aus dem Crowdfunding gesprochen. Und ich wollte mich auch nochmal für eure Unterstützung für das Crowdfunding bedanken, denn wir sind, also ich habe jetzt aktuell nicht den genauen Zahlenwert, denn ich bin ja schon seit ein paar Stunden im Studio. Aber als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir knapp unter der 85.000 und bei über 350 Unterstützern. Das ist klasse. Das freut mich sehr. Und seit letzter Woche haben wir auch noch einen neuen Pledge-Level nachgetragen. Auf vielfachen Wunsch haben wir nämlich das Buch Aventurische Meisterschaft, das eigentlich bisher als Einzelprodukt nur in der regulären Edition als einzelner Pledge-Level zu haben war, jetzt auch noch in der Limited Edition hinzugefügt, so dass wenn ihr Interesse an diesen Alternativregeln habt, aber auf jeden Fall die Limited Editions haben wollt, aber sonst jetzt nicht so viel aus dem Crowdfunding, dann könnt ihr euch das jetzt über den Pledge Level sichern. Live eingeführter Pledge Level sozusagen. Genau, on the fly, während das Crowdfunding läuft. Und was mir aufgefallen ist, ich habe am Wochenende auch bei den Kommentaren oder also bei den News was mitkommentiert.
Da ist so ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hat. Wir haben jetzt ein Produkt, das zwei unterschiedliche Namen im Crowdfunding trägt, nämlich das Meisterschirmset. Das heißt manchmal Straßenstaub und Halsabschneider und manchmal heißt es Straßenraub und Halsabschneider. Thematisch geht es in dem Produkt um geografische Sachen, Anreden, Münzen, Maßeinheiten und viel über Handel. Also es gibt ein paar Handelsregeln, die das ergänzen, was wir in den Regeln bisher publiziert haben und ausführliche Einkaufslisten und so weiter. Als Alex und ich uns über die Titelgedanken gemacht haben, war eine Zeit lang der Arbeitstitel Geografisches und Merkantiles. Aber das war jetzt natürlich nicht so mitreißend und dann haben wir auch unsere Kollegen nochmal gefragt, uns nochmal zum Brainstorming zusammengefunden und dann wurde es schließlich Straßenstaub, wo es halt um das Reisen geht, denn so strategische Bewegung, sowas wird darin auch abgedeckt sein. Und Halsabschneider steht natürlich für die Händler, die einem jeden Kreuzer aus der Tasche leiern wollen. Also so wird das Produkt Könnte aber schon einen letztendlich. Straßenraub vornehmen damit. Das wäre durchaus auch möglich, oder? Ja, also ha Straßenstaub und Halsabschneider wird der letztendliche Titel des Produktes nun tatsächlich sein. Sehr cool. Und an einigen Stellen steht es jetzt auf der Seite unterschiedlich. Das korrigieren wir vielleicht nochmal. Aber das war eine Sache. Und ich wollte euch diesen trockenen Titel mit geografisches und merkantiles auch nicht vorenthalten. Denn so arbeiten wir manchmal, dass wir halt Ich finde erstmal ihn gut. einen funktionellen Begriff brauchen, damit wir im Büro immer wissen, worüber wir jetzt gerade reden und eine vage Vorstellung vom Inhalt haben. Aber manchmal sind das halt nicht die schmissigen Doppeltitel, die wir so gewohnt sind von DSA. Das kommt dann erst später im Schaffensprozess. Die erste Ja, Frage zur Torwahl haben wir übrigens schon bekommen. Sorry, Nico. Sorry. die Also ersten Fragen? da kommt gleich noch ganz viel, keine Sorge. Ja, Torwahl kommen wir noch zu. Und eine Sache noch, die ich kurz erwähnen möchte. Letzte Woche, Donnerstag, ist bei Nandurion ein Interview online gegangen, wo Alex, Zoe, Johannes und ich den Nanduriaten Rede und Antwort standen, wo es um dieses Crowdfunding geht, wo wir alle so ein paar Sachen noch aus dem Nähkästchen erzählen. Könnt ihr ja nochmal einen Blick drauf werfen. Für den einen oder anderen ist das vielleicht nochmal interessant. Ganz genau. Vielleicht, falls wir da die ein oder andere Information hier auslassen. Ich habe jetzt gerade schon mal das nächste Thema hier eingeblendet. Falls nicht schon irgendwelche oder noch irgendwelche Fragen dazu sind, würde ich das vielleicht später dann nochmal ansprechen. Klar. Und ein Cover, das mir sehr gut gefällt, wobei das Beste ist tatsächlich das vom letzten Band, ohne zu viel vorgreifen zu wollen, nämlich die berühmt-berüchtigte Sternträgerkampagne. Sternträgerkampagne. Ja, Teil 1 und 2 sind schon erschienen. Teil 3 hätte eigentlich auch schon erscheinen sollen. Ich habe das in dem Werkstattbericht, den ich geschrieben hatte, der auf der Webseite veröffentlicht wurde, schon mal vorweggenommen gehabt, dass der Teil 3 sich verzögern wird. Da will ich gar nicht groß ins Detail gehen. Der Band ist schon zu großen Teilen fertig, aber eben noch nicht ganz. Er wird auf jeden Fall kommen. Ich habe auch schon mal gesagt, dass Band 4 eigentlich im Zeitplan ist. Wir haben uns aber jetzt dazu entschieden, das nicht so zu veröffentlichen, dass Teil 3 und 4 quasi dann zeitgleich veröffentlicht werden. Was wir auch auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, das zu wiederholen, was in den 90ern mit Bastrap und Spahn und Pforte des Grauens passiert ist, also Teil 3 und 4 der Original-G7-Kampagne, dass Teil 4 vor Teil 3 erschien. Wir bringen auf jeden Fall Teil 3 vor Teil 4 raus und haben uns deshalb entschieden, die anderen Bände entsprechend der Verschiebung von Teil 3 zu verschieben und sie dann nacheinander rauszubringen, obwohl Band 4 eigentlich im Moment noch im Zeitplan ist, wollen wir nicht, dass das so nah beieinander dann publiziert wird. Man Das weiß ja nie, was so passiert. genau, es kann ja auch noch hier und da zu einer Verwerfung führen. Also Ja, genau. das nur so als Vorabinfo. Da wird es also zu einer Verzögerung in der Publikationsfolge kommen. Das tut mir auch leid, dass das bei den Sternträgern nicht so gut klappt wie bei den Kastesiern, aber manchmal ist das dann einfach so und da können wir dann auch nicht viel dran ändern. Ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Verständnis für und freut euch mit mir, dass es wenigstens bei den Kastesiern hingehauen hat. Auf jeden Fall.
Die Frage schon, der sechste kommt aber pünktlich zur Dreieich. Da will ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, denn die Produktion hat da natürlich ein Wort mitzureden, wie wir das machen. Aber sehen wir dann. Also nicht jetzt, aber in ein paar Wochen. Wir drücken einfach mal die Daumen und ich blende einfach schon mal das Cover von Teil 4 ein. Genau, du kannst gerne die Cover von Teil 4, 5 und 6 auch meinetwegen gleichzeitig einblenden. Dann mache ich das doch mal so. Sekunde. Das Sturmgeheul von Shiadur, das Tosen über Liritena und die Worte der Orima. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben der breiten Öffentlichkeit bisher das Cover von Teil 6 immer noch vorenthalten gehabt. Oh, dann sollen Sie sich da jetzt drauf freuen, weil ich finde es nämlich mega, mega geil, wenn ich das so sagen darf. Das sind hier ja schon mal, ich mache mal mit Teaser 4 und 5. Und jetzt Achtung, kommt Teil 6. Tadadada. Sieht man es? Man sieht's. Ah, ich finde das klasse, erstklassig. Ich habe zwar, muss ich zu meiner Schande gestehen, keine Ahnung von der Story, aber ich finde, sieht toll aus. Falls das Ich kann zählt. es mir leider nur in Erinnerung rufen, denn ich habe hier keinen Monitor im Studio, wo ich tatsächlich sehe, was Ist im die Stream Elfe passiert. Orima Ich mit sehe nur Philipp. Augenbinde und Schwert. Ich sehe nur Philipp auf Vollbild auf meinem Monitor hier neben mir. Und ja, die sechs Cover der Sternträger-Kampagne hatten wir auch letztes Jahr auf dem Casarol-Konvent alle schon gezeigt. Damals Teil 6 noch in der Vorabversion. Die Teile 1 bis 5 haben wir dann, glaube ich, auch bei Facebook alle mal präsentiert, nur Teil 6 noch nicht. Und da seht ihr jetzt Teil 6 mit der Orima vorne drauf. Sehr, sehr schön. Da bin ich gespannt. So, das zu den Sternenträgern. Also, da wissen wir, wie gesagt, noch nicht genau, wann das mit den nächsten Bahnen klappt. Aber wir haben ja noch mehr aktuelle Genau, DSA-Themen. lass uns mal ruhig ein bisschen schneller Genau, vorangehen. ich bin, sorry, ich bin so eine Laberbacke. DSA-Mythos. Ja, zum Mythos. Tada! Da hast du das Cover vom Grundbuch. Soweit ich informiert bin, Stand heute Morgen ist das das einzige Buch, was den Unterstützern aus dem Crowdfunding jetzt tatsächlich noch in der Vorab-PDF-Version fehlt. Das Grundbuch ist noch im Layout. Zum Rest der Produkte hat Alex eigentlich schon das meiste, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, was dazu jetzt noch zu sagen übrig war. Und die Bäcker haben die PDFs kommentiert. Ich habe heute Morgen in der Redaktionsbesprechung von Alex Feedback bekommen. Er hat jetzt Feedback bekommen zu den anderen Produkten, die nach dem Brevier und dem Vademecum reingekommen sind. Also zu der Abenteueranthologie oder dem einzelnen Abenteuer zum Compendium und so weiter. Und ist jetzt dran, die Kommentare einzupflegen, damit es dann bald in Produktion gehen kann. Und Dann. teilweise haben sich auch einige der Autoren noch selbst mit weiteren Korrekturen auch noch gemeldet. Fand ich ganz, ganz nett. Dieses Mythos. Ja. Das wird auch ein ordentlicher Batzen, gell? Weißt du, wie viele Seiten das hatte? Das Grundbuch wird das Ja. dickste Ja. DSA-Buch, was wir bisher gemacht haben. Wir arbeiten schon an einem anderen Buch, was auch sehr dick ist, und das wird, glaube ich, das Mythos-Grundbuch nochmal in den Schatten stellen. Da hatte ich auch schon mal in einem Werkstattbericht, der im Blog veröffentlicht wurde, ein paar Andeutungen zugemacht. Das haben wir aber noch nicht angekündigt, aber für die Leute, die jetzt dachten, das wäre das, worüber ich damals gesprochen habe, nein. Da kommt noch ein dickes Buch, aber bisher ist erstmal Sandy Petersons Cthulhu Mythos tatsächlich das dickste Buch für DSA 5. Nicht Und da ist eine schlecht, Menge ey. drin, ja. Also. Ja, glaube ich. So. Damit wir auch schnell weiterkommen, direkt zum nächsten Themengebiet. Es handelt sich um eine Regionalspielhilfe. Eine Regionalspielhilfe. Und zwar die Dschungel. Genau. Die Dampfenden dampfenden Dschungel. Dschungel, der tiefe Süden und die Waldinseln. Da hast du, glaube ich, einmal die Cover von der regulären und der Limited Edition zum Ganz Einblenden. genau. Die kann ich auch mal direkt ein, damit die Leute das schon sehen. Ja, und die Arbeiten daran sind schon recht weit fortgeschritten. So, dass wir davon ausgehen, dass ich glaube, gegen Ende der ersten Jahreshälfte auf den Markt bringen können. Einen genauen Termin ist im Moment immer schwierig. Könnt ihr alle
verstehen, denke ich. Aber das ist so das, was wir anpeilen. Die Regionalspielhilfe wird gerade jetzt, ich glaube, bis übermorgen nochmal final von Alex und Johannes glatt gebügelt und geht dann in Richtung Lektorat, so damit die weiteren Arbeiten daran stattfinden können. Und ich habe euch auch drei Innenillustrationen mal Ah, mitgebracht. sehr schön. Ich bin ja großer Fan davon. Ja. Die erste ist, die passt gerade perfekt über uns beide drüber. Ich blende uns mal sozusagen kurz aus, Nico, nicht wundern. Wir sind gerade nicht sichtbar, aber dafür ein wunderschöner grüner Wald. Naja, grün-blau mit einer Libelle im Vordergrund. Ja, das sind Horobans Wälder, das sind die eher trockenen Wälder in den Dschungeln des Südens. Also wo es nicht ganz so feucht und nass ist, sondern wo auch mal die Sonne so zwischen den Blättern des dichten Baldachins hindurchscheinen kann, wie man auf dem Bild sehen kann. Ist sehr schön geworden, die Illustration, Auf finde jeden ich. Fall fällt mir farblich auch sehr schön. Ja, und Das nächste Bild. da haben wir die Dschungel gehabt. Jetzt müsste die Insel zu sehen Jetzt sein. kommt nämlich die Insel, genau. Ja, das ist eine der Pirateninseln. Ne? Das sind ja der tiefe Süden und die Waldinsel. Natürlich haben wir die Waldinsel nicht ausgespart. Und ich finde, das sieht eigentlich schon ziemlich spektakulär aus. Also da könnte man auch mal Urlaub machen, Auf jeden Fall, wenn nicht ja. gerade alle Reisen gestrichen werden. Gut. Und dann haben wir noch einen südamerikanisch anmutenden Tempel. Ja, das ist ein spektakuläres Bild. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine coole Pyramide, Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. so groß und mächtig. Das ist Hretzksem. Also, wir haben da auch Echsen mit am Start. Die sind also auch drinnen. Das war mich tatsächlich auch eine Frage hier. Kommen denn in den dampfenden Dschungel Achats vor? Also ja, Achats kommen in den dampfenden Dschungeln des Südens vor, aber wir haben sie nicht als spielbare Spezies inkludiert. Das haben wir uns für die Echsensümpfe vorbehalten. In den Dschungeln des Südens haben wir uns den Waldmenschen mit sehr viel Innovation und Liebe gewidmet. Da bekommt ihr also Und alles über die Waldmenschen und die Uthulu und sehr cool. nur die Achats nur als Nichtspielercharaktere. Es war hier gerade die Frage, ob da eine 57 auf dem Bild versteckt ist. Das habe ich jetzt so nicht erkannt. Naja, kommt auch was zu Al-Anfa in diesem Band oder? Nein. Wir haben also Meridianer aufgeteilt in den Teil, den wir eher im Dschungel und bei den Waldmenschen sehen und dann die Stadtstaaten des Südens, wozu dann Al-Anfa und die ganzen kleinen Stadtstaaten gehören. Die werden nicht in diesem Buch enthalten sein. Wenn ihr die ganz alte DSA 3 Box Al-Anfa und der tiefe Süden euer eigen nennt, dann könnt ihr euch an der Aufteilung ungefähr orientieren. Da gab es ein grünes und so ein bordeaux-rotes Buch. Und das hier ist jetzt eher so die Entsprechung für das grüne Buch. Und die Stadtstaaten des Südens wird dann eher die Entsprechung für dieses weinrote Buch. Ja, aber die Spielhilfe beinhaltet recht viel neues Material, was noch keiner von euch kennt oder so auch nur erahnen kann. Wir haben uns ein paar ganz neue Sachen für die Region überlegt und das wird aber kein Retcon im Sinne eines, wir schreiben irgendwas über, was früher mal da war, sondern das passt so, wie wir das gemacht haben, unserer Meinung nach sehr gut in das Setting so rein und macht das ganze Setting deutlich moderner als es früher war. Wir sind sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Zu viel verraten möchte ich aber auch nicht darüber, denn wir werden in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt nochmal ein ausführlicheres Preview zu den dampfenden Dschungeln machen und da ist dann der richtige Ort dafür. Ein Thema habe ich zu den Dschungeln noch, beziehungsweise einen Punkt, und zwar das Abenteuer. Ich Genau. meine, das gehört ja dazu. Jadegrün und Kobaltblau ist der Titel des Regionalabenteuers, ein 48-Seiter, wie ihr das von unseren anderen Regionalabenteuern auch kennt. Wir haben uns bei dieser Regionalspielreihe aber was Besonderes überlegt und das betrifft nicht nur die Regionalspielhilfe und das Abenteuer, sondern auch noch das Heldenbrevier.
Diese drei Publikationen stehen nämlich in einem Zusammenhang miteinander. Das Heldenbrevier erzählt eine Geschichte, die sozusagen einen Teil der Vorgeschichte des Regionalabenteuers darstellt. Ihr braucht das Heldenbrevier nicht gelesen zu haben oder auswendig zu können, um das Regionalabenteuer zu spielen. Da steht alles drin, was man dafür braucht. Aber es beleuchtet ein paar Sachen, was genau davor im Detail passierte. Dann kommt das Regionalabenteuer, wo dann die Helden zum Zug kommen. Und ja, es spielt nicht nur auf dem Festland und nicht nur auf den Waldinseln, sondern man kann auch ein bisschen hin und her reisen und ist nicht nur auf dem Festland unterwegs und es geht tief in die Dschungel und an ganz an unvorhersehbare Orte zu diesem Zeitpunkt. Und das Tolle an dem ganzen Konglomerat ist dann, dass die Helden eigentlich durch das Regionalabenteuer dazu beitragen, den Status quo in der regionalen Spielhilfe erst herzustellen. Wenn ihr also in die tiefen Dschungel eintauchen wollt, ist es absolut empfehlenswert, das mit dem Abenteuer zu machen und das Setting dadurch neu zu entdecken. Aber wenn ihr lieber eure eigenen Abenteuer spielt und unsere Module lieber links liegen lasst, könnt ihr natürlich auch einfach auf die Informationen aus der Regionalspielhilfe zurückgreifen. Das geht natürlich auch. Sehr, sehr, sehr cool. Das war ja schon einiges, aber der große Batzen kommt jetzt, Nico, ne? Jetzt kommt ein größerer Abschnitt, genau. Jetzt gehen wir in den hohen Nordwesten des Kontinents nach Thorvald und ins Gjalskaland. Ich habe nochmal das Ja. Logo vom Crowdfunding für Philipp da bereitgestellt, damit das nochmal einblenden kann. Eben, aber volle Kanne hier. Richtig schön groß in die Mitte habe ich das Ding. Das war ein stürmischer Ritt, das Crowdfunding. Ich habe auch heute schon mal das Rangarock-T-Shirt extra nochmal angezogen, denn ja, das gab es natürlich auch im Crowdfunding als Zusatzprodukt zu kriegen. Ich habe mich Aber auch komm. ausschließlich deswegen nicht rasiert, um wilder zu wirken für den Anlass. Ja. Kommen wir zur Regionalspielhilfe. Da hast du Genau. auch wieder das Cover der regulären und der Limited Edition. Genau, die kennen ja vielleicht die meisten schon. Nichtsdestotrotz so schön, dass man sie gerne nochmal zeigen kann. Genau. Die Regionalspielhilfe selbst ist weitestgehend fertig geschrieben. Die Regeln finalisiert Alex jetzt gerade noch. Er wollte das heute eigentlich abschließen, also zumindest die Regeln für die Regionalspielhilfe. Da wird dann nur noch ein bisschen Feintuning notwendig sein. Ein Kapitel fehlt leider noch und es fehlen noch ein paar zusammenfassende Texte in Kapitel 1. Wenn ihr unsere Regionalspielhilfen kennt, wisst ihr das. Kapitel 1 ist immer so ein Vorausblick auf die folgenden Kapitel. Da macht es natürlich Sinn, die folgenden Kapitel erstmal vorliegen zu haben und dann den Überblick zusammenzufassen. Und bei den Mysteria Arcana, da müssen noch ein paar Details an einigen Texten ergänzt werden, damit wirklich alles drin ist, was rein soll. Und auch für Thorwahl habe ich euch die Bilder aus dem Kapitel 2 mitgebracht, also zumindest die für die Region, nicht die für die Städte, die sind noch nicht alle ganz fertig, aber die Regionenbilder haben wir schon. Ich hatte die durchnummeriert. Genau. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Reihenfolge, wie sie auch in der Regionalspielhilfe dann beschrieben werden. Es kann sein, dass wir das im Lektorat, dass wir da noch ein bisschen was verschieben, aber ich gehe davon aus, dass das die Richtung ist auf jeden Fall richtig. Wir fangen an mit der südlichsten Region. An den Gestaden des Gottwals, da müsste jetzt so ein halbwegs idyllische Landschaft mit so einem Fluss zu sehen sein. Ja, das ist korrekt. Das ist nämlich das Bodiertal und Südthorwal. In der Region wird also alles zusammengefasst von den Gestaden des Ingvals, wo Thorwal an Nostria grenzt und wo sie vor ungefähr 30 Jahren das Land besetzt haben, wo Kendra liegt, Teile des Steineichenwaldes gehören dazu, aber auch die Region um die Stadt Thorwald selbst, wo der Bodir aus dem Orkland kommend in den Golf von Prem mündet. Das ist die erste Region, eine recht fruchtbare Region, wo auch noch viel Landwirtschaft betrieben wird, aber wo halt auch die Hjaldingstadt Thorwald selbst liegt. Als nächstes, da wird es ein bisschen wilder, da kommen wir auf die Bremer Halbinsel. Da müssten wir jetzt so ein Fjord sehen mit einem Drachenboot, einer Thorwalerin, die so versonnen aufs Meer hinausschaut. Genau. Ja, das ist die Bremer Halbinsel.
die also den Golf von Prem im Westen abschließt, mit den Chjaldor-Bergen, wo die berüchtigte Stadt Prem liegt und ja, wo die bekannten Bremer Seesöldner herkommen. Sehe ich das richtig, dass das so ein bisschen sumpfig da vorne ist, oder? Das ist nur direkt am Wasser. Also du hast natürlich da einen Tidenhub, Ebbe und Flut. Ah, ja, klar. Und dadurch hast du natürlich solche Tidentümpel, die immer da zu sehen sind. Und was man natürlich bei dem Namen Prem direkt mit verbindet, das Bremer Feuer, das nur echt mit der hellroten Flamme brennt, ist natürlich auch mit dabei. Als drittes haben wir jetzt, glaube ich, das Bild von den Inseln, die Sehr sich stürmisches. in den Nordwesten in Richtung Ifir ins Ozean erstrecken, die Olportsteine. Eine wirklich raue, unwirtliche Gegend. Viele der Olportsteine sind nur so Felseninseln, da leben viele Seevögel, wenige Fischer, aber viele friedlose Piraten tummeln sich dort. Die Hexe Tula von Skerdu hat dort ihr Zuhause. Und es gibt sogar eine Insel, wo die Torvaler, die an der Walwut leiden, der Svafskari, die man dann Svafnir-Kinder nennt, wo die in so einer Gemeinschaft zusammenleben und von Svafnir-Geweihten betreut werden. Und weit im Norden, wo der Pirat Schwarzaxt sein Piratenreich vergrößert, dort gibt es auch noch Geheimnisse, die ein unnatürlicher Nebel verbirgt. Wer das Abenteuer Friedlos kennt oder gespielt hat, der wird sich da an einige Geschehnisse erinnern. Und das fehlt natürlich jetzt bei den Olportsteinen auch nicht. Ist das da eine Figur eines Drachen oder ist es ein Drache? Das ist ein Drache. Dort gibt es durchaus Westwinddrachen. Cool, finde ich gut. So, das So, nächste nächstes Bild Bild. zeigt wahrscheinlich so ein Hochland, so ein mooriges Hochland mit so Ja, einem im. Baum, der halbwegs abgestorben ist. Das ist die Region, die wir das Torvaler Hinterland genannt haben. Das ist all das, was nicht an der Küste liegt, sondern was nördlich der Hjaldor-Berge im Inland liegt, bis hoch in die grauen Berge im Westen, aber auch das, was sich dann südlich von Olport, Torstorgard, Virport bis nach Enska so im Hinterland abspielt. Dort haben wir unter anderem zum Beispiel das Vaskirer Hochland mit dem berüchtigten Seufzermoos, das auf der Abbildung auch gezeigt wird. Mit Vaskir, auch eine der größeren Städte der Region. Und naja, da leben halt die Torvaler, die nicht in den Otajaskos zur See fahren, sondern sich anderweitig versorgen und oftmals von althergebrachtem Aberglaube, eigenartigen Kulten anhängen, wie insbesondere in der Gegend um das Seufzermoos herum. Ja, dann. Ach, und das Abenteuer Fauler Frühling, falls ihr das kennt, das ist letztes Jahr April, glaube ich, regulär erschienen. Das spielt ja auch im Torvaler Hinterland. Das spielt in der Region, die in dem Teil der Regionalbeschreibung auch beschrieben wird. Als nächstes haben wir dann, glaube ich, so ein Bild von einer Küste mit rauer See. Genau. Das sind die Küsten des Nordens. Also eigentlich der schmale Küstenstreifen, der sich an der kompletten Küste, die von Torvalern bewohnt wird, nördlich der Bremer Halbinsel entlangzieht. Also direkt am Hjaldingolf, an der Küste der Grauen Berge entlang bei Hojanga, über Olport, Virport, Torstorgard, Enska, bis rauf zur Gjallske Halbinsel, denn auch dort leben ja Torvaler in vereinzelten Siedlungen, aber nur direkt an der Küste, denn das Hinterland überlassen sie den Gjallska-Barbaren. Aber das umfasst so diese ganze Region, denn die Torvaler, die da leben, die sind schon alle von einem ähnlichen Menschenschlag, obwohl sie immer eigenartiger werden, je weiter man sich nach Norden begibt. Schön.
Als nächstes haben wir dann, glaube ich, das Gjallsker Hochland. Ja, wirkt wieder ein bisschen idyllischer, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das ist schon recht unwirtlich. Du siehst da weder Landwirtschaft noch siehst du da größere Wälder. Es ist eigentlich ein karges Hochland, das felsig ist. Da wächst außer ja, so Gräsern und Büschen und Kräutern eigentlich gar nicht so viel. Da muss man der Natur schon echt alles abtrotzen, um da ein Auskommen zu haben. Und Verstehe, verstehe. die Gjallsker haben das natürlich raus, denn das sind ja hartgesottene Männer und Frauen, die das Leben so weit im Norden gewohnt sind. Das sind dann wahrscheinlich auch Mammuts da, oder? Da gibt es Mammuts, da gibt es Wollnashörner, aber natürlich auch anderes Zeugs. Und ja, die gibt es dort auch. Ich glaube, es sind auf der Abbildung sogar welche zu sehen. Ich meine, dass da unten so ein Mammut zu sehen wäre. Ja. Mindestens mal eins. Da sehe Ich ich habe so mir weiße welche Hörner dran. gewünscht. Für die Illustration. Bitte, sorry. Ich habe mir für die Illustration welche gewünscht. Ich glaube, dein Wunsch wurde erfüllt. Aber vielleicht solltest du dann nochmal selbst drauf schauen. Ja, ich habe sie gesehen und ich habe sie schon abgenickt. Ich war Okay, zufrieden. gut. Dann Ja, und da haben wir natürlich denn das Kernland der Gjallsker Barbaren. Die meisten der Hairadi der Gjallsker liegen in diesem Bereich. Also alles, was Nord östlich von Mortag liegt, also Lürgach und Nielen, Dartaich, diese ganzen Siedlungen, die liegen in dieser Region. Und es gibt auch noch ein paar neue. Es gibt welche so unter dem Westwind, da waren, glaube ich, nur Nielen und Rajat beschrieben. In der neuen Spielhilfe im folgenden Teil von Kapitel 2 gibt es tatsächlich Kurzbeschreibungen von allen Ur-Hairadi und einigen kleineren, halt in der Kurzform, wie die Ortörtlichkeiten so beschrieben werden in den Regionalspielhilfen. Nielen selbst hat allerdings eine ausführliche Stadtbeschreibung bekommen und einen eigenen Stadtplan. Sowas hatten wir vorher auch noch nicht. Finde ich besonders cool, weil ich ja großer Freund der Gjallsker bin. Als nächstes haben wir So. dann das Gjallsker Moorland. Das ist der Teil des Gjallsker Land, der eher im Osten liegt. Dazu gehört zum Beispiel Alrut, aber auch Rajat und alles, was dann so Richtung Brinasker Marschen geht. Ja, ein unwirtliches Moorland, da sind die Gjallsker meistens eher ein bisschen verschlossener, nicht ganz so offen für Reisende, wie sie es im Hochland sind, wenn man das denn da so nennen will. Aber auch eine spannende Region und ich finde, die Nadine hat da ganz tolle Arbeit geleistet. Ich weiß gar nicht, wer das Bild selbst illustriert hat, aber diese Stimmung, die spiegelt sehr schön diese Abenddämmerung wieder. Ich hatte so ein paar Referenzbilder rausgesucht und das ist wirklich toll geworden mit den Trauerweiden. Auf jeden Fall, also als Initialen kann ich rechts unten HS entdecken. Falls dir das weiterhilft, ich Ja, ich wüsste es lehne mich da gerade. jetzt mal lieber nicht aus dem Fenster und sage, was falsch Ja. ist. Ich muss aber jetzt auch eine Frage aus dem Chat weitergeben, weil ich es schon vertröstet habe. Thema Salzschwestern, das hatten wir letzte Woche schon mal. Gibt's was dazu? Ich war letzte Woche nicht dabei. Klär mich auf. Also das Thema, Alex und ich konnten, glaube ich, nicht so ganz viel dazu sagen, ob denn die Salzschwestern hier in der Regionalspielhilfe auch noch ein bisschen mehr Beschreibung bekommen, ein bisschen mehr Tiefe. Also spontan bin ich überfragt, was die Vielleicht habe ich es auch falsch Salzschwestern sind. wiedergegeben. Vielleicht fragst du im Chat nochmal genau oder der Chat sagt nochmal, was genau gemeint ist. Bei dem Genau. Begriff komme ich gerade, habe ich gerade nichts im Kopf. Dann gebe ich das einfach noch mal Ja, zurück zu also einer Bewertung Salzschwestern nochmal dazu. bitte genauer die Frage stellen. Und dann haben wir noch eine letzte Region, nämlich die Brinasker Marschen. Das Land, was ursprünglich gar nicht zu Torvald gehörte, was aber die Ingibjarsson Ottajasko irgendwann in Beschlag genommen hat, als sie Enkvi besetzt hat. Mittlerweile haben die Leute in Enkvi sich mit dem Schicksal abgefunden, nicht mehr auf Waljagd zu gehen. Und dann wurde auch vom obersten Jarling das Jarltum Brinasker Marschen ausgerufen. Mittlerweile ist es nicht mehr die alte Jarlin, die noch unter dem Westwind genannt wird, aber Ingald ist immer noch da und ist der Hetman
der Otajasko, der Bruder von Ischia. Ja, und damit sind die Regionen dann auch schon komplett. Also hier wurde noch mal etwas genauer definiert, was diese Frage denn war. Und zwar handelt es sich dabei wohl um einen Hexenzirkel, das in Unter dem Westwind beschrieben wurde von Natascha Plötzbogen. Ah, also Natascha Plötzbogen gibt es noch, ja, die treibt immer noch in Enkwi sich herum, hat eventuell neue Verbündete gefunden und wer sich mit den Mysterien Enkwis in Kapitel 12 auseinandersetzt, wird dazu noch was finden, ja. Aber also nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, das ist nicht so ein riesen Plot-Hook, der da jetzt seitenweise ausgebreitet ist, aber die Geschichte von Natascha Plötzbogen wird da schon weitererzählt. Ich glaube, aber das ist ja schon mal was, was wir letzte Woche noch nicht sagen konnten. Ja, doch, Insofern. ich habe auch die Enkwi Mysteria et Arcana gerade letzte Woche, glaube ich, gelesen. Deswegen habe ich das noch recht frisch im Hinterkopf. Das ist doch was. Ja, das waren die 8 Regionenbilder, die du mir gegeben hast. Ja. Die alle sehr schön waren, wie ich finde. Und die Antwort reicht übrigens Alles völlig. klar. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Torvald-Abenteuer. Das habe ich hier als nächstes Ja. mal. So. Runen des Schicksals lautet der Titel des Abenteuers. Sehr Und weil es spannend. neulich schon mal gefragt wurde, nein, ihr braucht die Runensteine natürlich nicht, um das Abenteuer zu spielen, aber ihr könnt sie benutzen, um noch mehr Stimmung denn am Spieltisch zu machen, wenn ihr so den Einsatz von so Props und Gegenständen, haptischen Handouts und sowas mögt, dann ist das schon eine nette Ergänzung. Die Arbeit an dem Abenteuer geht gut voran. Ist auch der Grund, warum ich jetzt alleine hier sitze und Jeanette nicht mehr dabei ist. Die schreibt nämlich an dem Abenteuer weiter. Die ist nämlich die Autorin dieser spannenden Geschichte. Und die Illustrationen sind auch schon in Arbeit. Ich gehe davon aus, dass das Abenteuer in der ersten Hälfte des Aprils noch fertig wird. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir eine ganze Reihe von Figuren, die in der Regionalspielhilfe beschrieben werden, tauchen in dem Abenteuer auf, teilweise mit längeren Auftritten, teilweise nur mit Cameos, teilweise als Auftraggeber oder als Leute, die irgendwo noch mitmischen. Das ist sehr schön geworden. Und das Abenteuer bereitet auch einen Teil des Torvald-Metaplots der nächsten Jahre mit vor. Also es ist so ein bisschen sowas wie ein Prolog für was Größeres, ist aber in sich komplett abgeschlossen. Das ist trotzdem eine schöne Sache, finde ich. Also Cover spricht mich schon an. Ich bin schon gekauft. Aber jetzt kommt, ich weiß nicht, ist es dein Highlight-Cover? Ich finde das Cover toll, ja. Nämlich die Rüstkammer. Ja, die Rüstkammer der Gestade des Gottwals. Na, Torval muss man ja immer sehen. Torval ist halt hauptsächlich Torval. Aber das Gjallskaland ist ja auch mal ein Stück der Region. Auch wenn die Gjallska in der regionalen Spielhilfe deutlich weniger Platz bekommen als die Torvaler selbst. Aber die Torvaler sind halt schon lange dabei, super beliebt. Die Gjallska sind auch super beliebt, aber bei weniger Leuten insgesamt. Dennoch habe ich mir gewünscht, dass wir eines der Cover von der ganzen Produktreihe mit einem Gjallska-Cover machen. Und da fiel dann die Wahl auf die Rüstkammer. Und ich finde, das hat der Markus Koch auch wirklich, wirklich gut hingekriegt. Das Licht ist toll, diese Tätowierszene ist toll, die Gjallska sehen toll aus. Also ich bin begeistert. Und ich glaube, das gibt es auch als eines der Poster aus dem Crowdfunding. Gibt es das Cover auch, ja. Sehr, sehr cool. Perfekt. So, aber ja, auch zum Inhalt der Rüstkammer. Die Texte sind weitestgehend schon fertig. Es fehlen noch ein, zwei, drei Waffen, die ich noch schreiben muss. Ein paar habe ich mir nämlich selber unter den Nagel gerissen. Und ein Teil am Ende von den Rüstkammern kennt ihr vielleicht, ist immer so eine Art Minispielhilfe für irgendwas Bestimmtes. Und da fehlt auch noch ein kürzerer Text, der noch in Arbeit ist. Die Illustrationen sind auch schon fast alle da. Ich habe Philipp auch vorhin schon ein paar rübergeschossen. Genau.
Und das sind Sachen, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Als erstes haben wir da erstmal das Torvaler Schwert. Ja, gib mir kurz. So, ich habe jetzt mal über uns geblendet. Warte mal, jetzt ist es in der Mitte. So, bitteschön. Ja, also ich wollte unbedingt ein richtiges Wikinger-artiges Schwert haben und nicht so ein normales Langschwert, das jetzt wieder ein bisschen anders aussieht. Und ich bin echt super zufrieden mit dem, was da am Ende dabei rausgekommen ist. So müssen meiner Meinung nach Torvaler-Schwerter aussehen. Aber natürlich kann jeder Torvaler-Held sich auch ein anderes Schwert holen. Aber ich finde es gut aus, also. Grundsätzlich ist es für mich so die optische Vorstellung. Und dann haben wir das Barbarenschwert, das gjallskische Barbarenschwert. Was ich auch echt cool finde. Es sieht nicht ganz so unbenutzbar aus wie einige unserer alten Barbarenschwerter, was ich auch sehr gut finde, denn mein Gjallskr Tierkrieger hat auch ein Barbarenschwert. Und mit dem Hjalsmesser haben wir auch noch eine echt typische Torvalsche Klinge mit dabei, eigentlich eher ein Werkzeug. Das erkennt man auch, wenn man sich die beiden anguckt, eigentlich direkt auf den ersten Blick. Ihr seht weder einen Parier oder irgendeine Parierhilfe noch einen Knauf, der die Klinge ausbalancieren kann. Das sind eigentlich eher Werkzeugmesser, die aber natürlich auch für den Kampf verwendet werden können. Wir haben uns dabei am Sachs orientiert. Es gibt auch noch eine Variante dieser Klinge, die tatsächlich für den Kampf gedacht ist. Da ist dann ein Parier und ein Knauf zum Austarieren der Klinge enthalten. Das ist dann das Torvalsche Entermesser, das noch ein bisschen größer ist. Und ja, bei dem Gjallskr Barbarenschwert haben wir uns auch schon ein paar weitergehende Gedanken gemacht. Da komme ich aber gleich zu, wenn wir uns die Äxte anschauen. Ich habe Philipp nämlich auch Genau. noch drei Äxte mitgebracht. Ja, die sind sehr fett, einen Moment. Die sind nämlich sehr groß, also im positiven Sinne. Und sie verschwinden bei mir als Bild. Ich habe es fast. Also ich mache schon mal den Kopf für die Zuschauer, dass du schon mal was dazu sagen kannst. Hier sieht man schon mal das Oberteil der Axt. Welche denn? Die Das ist einblättrige Axt oder die die Langaxt? einblättrige Axt, genau, Die die einblättrige Axt. Orknase. Okay, die einblättrige Axt, das ist die Ol Porter Orknase, die Philipp euch da gerade zeigt. Die, wie ich finde, sehr, sehr cool geworden ist. Ich habe auch das Gefühl, dass wir noch nie so eine saubere Orknase mit so vielen Details Ja, hatten. das ist richtig schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch die Gjallskr Barbarenstreitaxt, eine richtig schöne Doppelblattaxt, wie sie gehört. Ich muss ja sagen, dass ich, als ich mit DSA angefangen habe, da hatte ich die DSA 1 Basisbox zur Hand und da gab es schon die Barbarenstreitaxt und irgendwie hat diese Waffe mich sofort in ihren Bann geschlagen. Und Kann ich immer wenn eine nachvollziehen. neue Edition rauskam, habe ich immer gleich geguckt, was macht die Barbarenstreitaxt jetzt so. Und das ist meine bisherige Lieblings-Barbarenstreitaxt, die wir jemals hatten. Ich bin auch Nadine da sehr dankbar für, denn Nadine hatte schon ein paar Illustrationen auch für Barbarenwaffen. Und ich habe sie dann gebeten, denn Alex und ich hatten uns, und da komme ich jetzt wieder auf das Barbarenschwert zurück, uns Gedanken darüber gemacht, wie die Waffen der unterschiedlichen Barbarenvölker insgesamt aussehen. Da haben wir also uns nicht nur die Gjallskr angeschaut und sie in Relation zu der normalen Barbarenstreitaxt und dem normalen Barbarenschwert aus der Rüstkammer gestellt, sondern wir haben uns direkt überlegt, okay, was unterscheidet die Gjallskr von den Fjarningern, was unterscheidet die beiden von den Trollzackern und was unterscheidet die wiederum von den Ferkinas? Und in welche Richtung sollten wir die Waffen also die Rüstkammerwaffen für diese Barbarenvölker grundsätzlich entwickeln? Wir haben uns da also schon die Waffenvor- und Nachteile und die Modifikationen an den Werten für alle Barbarenvölker überlegt und geguckt, welches sind denn so die kräftigsten, welches sind so eher die agilen Barbaren und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Lösung gefunden. Und so konnte ich dann auch Nadine davon überzeugen, dass wir für die Gjallskr dieses Barbarenschwert und diese Barbarenstreitaxt dann doch noch neu illustrieren lassen, obwohl wir schon andere Illustrationen hatten. Und ich bin mit dem, was dabei rausgekommen ist, echt super zufrieden. Also da nochmal einen schönen Dank Auf an jeden Nadine. Fall schließe ich mich an.
Eine Axt haben wir noch. Und dann haben wir noch die Prema Langaxt. Eine Waffe, die ganz neu ist das Schwarze Auge. Ist eine ganz typische Waffe, wenn man sich so Wikinger auf LARP oder historischen Reenactments oder so anschaut. Eine Langaxt, mit denen man aus der zweiten Reihe über den Schildwall kämpfen kann, zum Beispiel. Und so eine Waffe wurde schon öfter mal von insbesondere Leuten, die halt Torvala-Fans sind, angefragt. Und wir haben uns dazu entschlossen, sie dann mal zu machen. Fanden sie passt auch super gut. Und so haben wir die Langaxt dann mit in die Rüstkammer aufgenommen. Finde ich auch schön. Das ist so eine richtig schön martialische Waffe. Kann ich mir perfekt vorstellen, wie da so einen Torvaler oder Gjallarhorn um sich schlägt. Ja. Aber das ist natürlich nicht alles, was in der Rüstkammer drin ist. Da gibt es noch ein paar andere Highlights. Eins meiner persönlichen Highlights ist noch der Thorstorgarder Speer, also so ein recht prunkvoller Speer, der eher für den Nahkampf geeignet ist als für den Fernkampf. Aber den bewahren wir uns mal für später auf. Wir können mit dem Genau. Landkarten-Set weitermachen. Ganz genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. Da zeigen wir auch nur kurz das Bild vom Umschlag. Genau. Und ich sage euch nochmal dazu, was ich in dem einen Video zum Crowdfunding schon mal erzählt habe. Die Karte von Torvald ist natürlich nicht so wie auf dem Cover abgebildet, denn die Region ist einfach so riesig. Also wenn man die Ausdehnung von Nord nach Süd und von Ost nach West sich anschaut, ist das einfach nicht machbar in demselben Maßstab, wie wir die bisherigen Regionalkarten gemacht haben, weil die Region eigentlich so Y oder so, ja, Y-förmig ist, mehr oder weniger. Und deswegen haben wir uns entschlossen, halt drei Regionalkarten im Format A2 in dieses Landkartenset reinzupacken. Das Crowdfunding gibt uns die nötige wirtschaftliche Flexibilität, das auch finanzieren zu können. Von daher ist das also etwas, was wir nur machen können, weil ihr uns so unterstützt habt. Das freut uns natürlich sehr, denn ich hätte mich echt geärgert, wenn wir das irgendwie auf eine Karte hätten quetschen müssen, die jetzt ein anderes Format hat, oder wenn wir sagen müssen, ey, das Kartenset für Torvald muss jetzt doppelt so teuer werden, weil die Region so groß ist und so weiter. Von daher ist das also auch, das ist uns als Community sozusagen zu verdanken, allen, die da mitgemacht haben, dass wir das nun so rausbringen können, wie wir es auch wirklich wollen. Dann haben wir noch natürlich noch die Ingame-Karten drin. Davon haben wir auch gleich mehrere, weil die Region so groß ist. Und wir haben natürlich die Stadtpläne der Featurestädte. Ich zähle sie einmal kurz auf und ich hoffe, ich vergesse keine. Das sind Enkvi, Kendra, Nierlin, Torval, Olport und Vaskir. Wenn nicht noch eine von den ersten beiden oder die letzte rausfliegt, glaube ich aber nicht. Dann haben wir noch das Poster natürlich. Und nach derzeitigem Stand zeigt das auf der einen Seite das Cover der Regionalspielhilfe und auf der anderen Seite, damit die Gjallarhorn auch inkludiert werden, das Cover der Rüstkammer. Das hoffe ich doch. Also hier hat direkt jemand danach gefragt, als du es erwähnt hast. Das Cover vom Abenteuer ist auch ziemlich cool geworden, ne? Also es ist Auf schon ein jeden bisschen Fall, schade, ja. dass wir nicht einfach mehr Cover auf Poster bringen können an dieser Stelle. Man fragt nach Bremen. Bremen habe ich tatsächlich vergessen. Ja klar, für Bremen haben wir einen Stadtplan und eine ausführliche Stadtbeschreibung. Ich glaube, das wird hier viele Ja, es beruhigen. gibt auch ein paar. Doch ja, doch, natürlich Bremen ist dabei. Keine Sorge. Keine Sorge, Und die sehr cool. Akademie, die wird ja auch noch mal ausführlicher in einem der Zusatzbände beschrieben. Aber auf die Zusatzbände, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Wir machen schnell weiter. Mit dem Ja. Heldenbrevier, da weiß ich gar nicht, ob ich dir, doch, ich glaube, das Cover habe ich dir Habe ich gegeben, aber ihr schon wisst ja alle, wie gehabt. ein Heldenbrevier aussieht. Da sage ich euch nur kurz zu, das ist fast fertig geschrieben. Wir haben vier Protagonisten, sozusagen die Helden der Geschichte, von denen zwei auch zu den wichtigen NSCs aus dem Kapitel 8 Rang und Namen der Regionalspielhilfe gehören. Der Antagonist gehört auch zu diesen wichtigen Figuren und die haben alle etwas gemeinsam, was für die Region, nicht nur für Torvald, nicht nur für die Gjallarhorn, sondern was für beide Regionen typisch ist. Das haben sie alle gemeinsam.
Eine Figur unter den Protagonisten, da haben wir uns die Freiheit erlaubt, mal eine Figur zu nehmen, die nicht aus der Region stammt. Normalerweise sind die Heldenbreviere ja dafür da, damit ihr eine Geschichte aus der Region durch die Augen einer Figur aus der Region erleben könnt und deren Denkweise versteht, euch in sie hineinfühlen könnt und so weiter und so weiter, um eure eigenen Charaktere damit besser ausstaffieren zu können. Dieses Mal haben wir uns überlegt, auch als kleine Hommage an eine berühmte Geschichte, die auch verfilmt wurde und die in unserer Community sich relativ hoher Beliebtheit erfreut, haben wir einen Charakter mit dabei, der in die Nordlande reist und die Kultur der Nordmänner und Frauen eher aus der Rolle eines Beobachters wahrnimmt und versucht zu verstehen, sich anzupassen und Teil dieser Abenteuergemeinschaft zu werden. Das war eine Idee, die wir schon vor längerer Zeit hatten und die wir halt irgendwie so gut fanden, dass wir sie unbedingt machen wollten. Und als ich Caro denn davon berichtet hatte, Carolina Möbis, die das Brevier schreibt, war sie auch direkt Feuer und Flamme für die Idee. Auf das Heldenbrevier bin ich sehr gespannt, auch weil es ebenso wie das Abenteuer Runen des Schicksals ein ganz wichtiges Element für die Zukunft Thorwalds mit beinhalten wird. Mehr verrate ich aber nicht. Sehr cool. Ich So, habe hier dann. Notizbücher, falls du dazu was sagen Ja, möchtest. das Notizbuch. Da wollte ich nur kurz sagen, das Notizbuch, das ist schon fertig. Da gibt es im Innenumschlag vorne und hinten, so wie bei den anderen Notizbüchern, die ihr vom Mittelreich, Elfen und Zwergen kennt, erstens so eine Übersicht über die 38 chialdingschen Runen, die Profanen, die Arkanen und die Zahlenrunen und auch noch ein Glossar. Da haben wir geguckt, was wir da alles reinkriegen, was da alles passt. Ein Glossar fürs Thorwalsch. Sehr cool. Ist also schon fertig geschrieben, das Notizbuch. Ja, das sind ja, die meisten Seiten sind ja leer, deswegen ist das schnell gemacht. Da musste halt die Artdirektion und unsere Typografieabteilung sich um die Erstellung der Runen kümmern. Das Glossar habe ich dann mit abgenickt und dann war es halt schon fertig. Ich muss jetzt eine Frage ganz kurz unterbringen, weil sie jetzt schon ein paar Mal gestellt wurde und ich mal vertröstet habe. Kannst du noch was zu den Archetypen, die im Torwald, in der Torwald-Spielhilfe vorgestellt werden, sagen oder welche das werden? Ich kann versuchen, das aus dem Kopf zu machen. Also erstens, Archetypen in der Regionalspielhilfe gibt es nicht. Gab es noch nie, war mal ursprünglich geplant, haben wir aber nie so gemacht. Aber es gibt Archetypen in dem Zusatzprodukt Auf ins Abenteuer. Auf ins Abenteuer ist so ein Teil, was, glaube ich, zu dem Meisterschirm-Set Schicksalsschwur und Skaldensang gehört. Das Meisterschirm-Set hat sind zwei Hefte enthalten, nämlich einmal das namensgebende Schicksalsschwur und Skaldensang, so ein 48-Seiter mit zusätzlichem Spielmaterial. Und dann haben wir Auf ins Abenteuer mit dabei. Das ist eine Sammlung von sechs Archetypen, die direkt spielfertig sind, mit einer Geschichte, die sie direkt in ihr erstes Abenteuer stürzt. Und hinten dran noch ein Kurzabenteuer, was so ein bisschen den Flair der Region kurz und knackig einfangen soll. Und natürlich noch Beileger für den Spielleiter, für den Universalspielleiterschirm. Das ist alles in einem Paket zusammen. Und da sind Archetypen drin. Wir haben eine Umfrage zu den Archetypen gemacht. Da wollten wir von euch noch ein bisschen Input haben, was mit rein soll. Wir hatten nämlich da also ich habe mir angeguckt, was für Archetypen würde ich mir eigentlich wünschen, was für Archetypen haben wir denn schon? Und wir hatten in unseren vergangenen Regelpublikationen nämlich schon eine ganze Reihe Archetypen abgedeckt, die eigentlich auch für die Gestalter des Gottwalls interessant gewesen wären. Wie zum Beispiel der Olporter Magier, der Svafnir-Geweihte, der Tierkrieger. Das sind alles Archetypen, die wir schon mal rausgebracht hatten. Und da wollten wir uns einfach mal bei euch Feedback abholen. Was glaubt ihr denn, was wäre eine gute Archetypenzusammenstellung? Zwei hatten wir von vornherein schon festgelegt, welche wir auf jeden Fall haben wollen. Das sind einmal der Runenschöpfer, der jetzt, glaube ich, eine Runenschöpferin werden wird. Ganz sicher weiß ich es aber noch nicht.
Das sind Abgänger der Runa Jasko in Torval, die in der Lage sind, Runen zu schnitzen, zu tätowieren, zu sticken und so weiter und damit und da magische Kraft reinwirken zu lassen. Das ist dann so ein bisschen wie Zauberzeichen. Aber sie halten recht lange. Sie haben aber auch noch die Möglichkeit, spontan Runen zu machen. Da wird dann in der Regel mit Eigenblut eine Rune gezeichnet und dann ist die Wirkung auf eine sehr kurze Spanne, also so Kampfrunden eher begrenzt. Und ansonsten funktionieren sie ähnlich wie Magiedilettanten. Dann haben wir noch einen Godi, einen Seher. Allerdings wird es sich bei diesem Godi, die können ganz unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Also es können Magiedilettanten sein, es können andere Zauberer sein, es können Zeloten sein, es können aber auch völlig unübernatürliche Helden sein, die einfach nur gute Menschenkenner sind und sich ansonsten gut mit Dingen auskennen, die ihnen dabei helfen, den Leuten Trost zu spenden oder zu sagen, was sie eigentlich nicht hören wollen. Und der Godi, der Teil der Archetypen sein wird, wird ein profaner Godi sein. Also so ein bisschen was in Richtung Gesellschaftscharakter. Und danach haben wir dann, glaube ich, den Olporter Magier. Ich glaube, die einzige Gjallskar-Figur wird ein Tierkrieger oder eine Tierkriegerin werden. Ich glaube, Tierkrieger hatten wir, glaube ich, schon. Deswegen nehmen wir eine Tierkriegerin, aber mit einem anderen Odun, als wir es in Amateurische Magie 3 hatten. Und bei den anderen beiden bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich meine, Hexe und Skalde haben bei der Abstimmung noch ganz weit oben, also waren die nächsten beiden Plätze. Aber der Skalde, auch wenn er sehr typisch ist, würde sich natürlich ein bisschen mit dem Godi so als Gesellschaftscharakter doppeln. Das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wenn wir die Hexe noch mit dazu nehmen, dann hätten wir mit dem Magier, dem Runenschöpfer, dem Tierkrieger und der Hexe 4 magisch begabte Figuren von insgesamt 6. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Aber ich werde mich natürlich an der Umfrage orientieren. Ich habe gerade auch letzte Woche von der lieben Derja mir die Umfrageergebnisse zukommen lassen, damit ich mich damit schon mal mental auseinandersetzen kann. Das Abenteuer kann ich euch übrigens schon sagen. Das wird euch in den Norden Torvalds führen, nämlich genauer nach Torstorgard. Torstorgard ist die zweitälteste Siedlung der Hjaldinger in Torval im Nordwesten Aventuriens. Die erste Siedlung, die nach Olport gegründet wurde. Und dort gilt es einem alten irgendwas auf die Schliche zu kommen. Sehr schön. Ja, der Raphael Knob, der auch schon Fauler Frühling geschrieben hat, der bei den Sternträgern mitschreibt, der die Donnerwach-Kampagne geschrieben hat und der auch bei Torval viele Texte beigesteuert hat, der sitzt gerade an dem Abenteuer. Mysteriös, mysteriös. So, ich habe hier noch ein Solo-Abenteuer. Ja, ich auch. Die Nacht der Feuertaufe. Ein Solo-Abenteuer. Wo wir es schon von Solo-Abenteuern hatten heute, als wir die Verschwörung der Magier gespielt haben. Die Nacht der Feuertaufe ist ein Solo-Abenteuer, das spielt in der Stadt Torval und man spielt eine Torvaler Reckerin, also eine Otayasko-Kriegerin, keine Abgängerin einer der klassischen Kriegerakademien, sondern eine Kämpferin, die einfach innerhalb ihrer Schiffsgemeinschaft ausgebildet wurde und das Ganze weniger formell angeht. Und das Abenteuer ist, das habe ich immer wieder gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal betonen, das ist was ganz Besonderes, was wir noch nie in einem Solo-Abenteuer so gemacht haben, bei DSA 5. Aber der Publikationszeitpunkt nähert sich ja so langsam, deswegen möchte ich natürlich immer wieder so ein Häppchen mehr verraten. So grundlegend ist der Plot angelehnt an eine recht bekannte Reihe von Kinofilmen, von denen es mindestens 3 Teile gibt, wenn ich mich nicht irre. Und man muss dann seine Spielfigur halt durch Torval unter besonderen Bedingungen führen. Was auch cool ist, was Sebastian Thurau, der das Abenteuer geschrieben hat, der kam ja recht überraschend zu seinem Glück, dieses Abenteuer schreiben zu können. Ich habe ihn nämlich einfach angerufen und gesagt, du Sebastian, wir haben da so eine Abenteueridee und wir haben jetzt schon ein paar Mal versucht, das irgendwie so zu durchdenken. Wir planen ja sowas
recht ausführlich und sage nicht einfach, okay, das ist eine Idee, schreibt mal ein 64-seitiges Abenteuer daraus, sondern wir machen da schon mehrere Planungsschritte, wo wir intensiv uns mit potenziellen Logiklücken, Plotholes und so weiter befassen. Und bei den Planungen, bei dieser Idee sind wir immer wieder an so Grenzen gestoßen, die also in einem Film gut funktionieren, aber in einem Rollenspielabenteuer eigentlich nicht. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, war ja als Solo-Abenteuer würde das durchaus Sinn machen. Das könnte gut hinhauen. Ich schlage die Idee mal Sebastian vor, mal gucken, vielleicht hat er Lust drauf. Und Sebastian war direkt begeistert, wollte das dann direkt umsetzen. Wir haben noch ein anderes Projekt von ihm dann ein bisschen verschoben dafür, damit er sich der Nacht der Feuertaufe widmen kann. Und das hat er wirklich gut gemacht. Ich habe letzte Woche angefangen, das Manuskript durchzuarbeiten. Was er wieder sehr schön gemacht hat, ist eine Sache, die hat er auch schon in der Solo-Abenteuer-Trilogie, wo es um die Schwarze Eiche ging, gemacht gehabt. Da konnte man sich ich glaube, es war der zweite Teil, relativ frei in Andergast, in der Stadt Andergast bewegen. Und das kann man hier auch wieder. Man hat also im Abenteuer eine Karte von Torvald und an einigen Orten gibt es dann halt so auf der Legende Einträge, was das für ein Gebäude ist und an welcher Nummer man diesen Abschnitt findet. Es gibt aber auch ein paar Leerstellen auf der Legende. Und diese Orte muss man dann im Abenteuer erstmal freispielen. Man muss also über sie erfahren, wo sie sind und dass es vielleicht mit der Geschichte zusammenhängt, die man spielt. Und dann kann man diese Orte erst aufsuchen, was eigentlich ein ziemlich cooler Mechanismus ist. Zeit spielt auch in dem Abenteuer wieder eine Rolle. Denn, eigentlich verrate ich da zu viel, ich sage einfach nur, Zeit spielt eine Rolle, ähnlich wie ihr das vorhin eventuell bei Verschwörung der Magier schon gesehen habt. Da sind wir ja nicht dahin gekommen, dass es denn relevant wird, aber hier wird auch wieder, es passiert etwas zu bestimmten Zeiten und die Illustrationen sind in Arbeit und ja, mit dem Manuskript bin ich jetzt noch nicht ganz fertig geworden, aber bisher hat sich das sehr, sehr schön gelesen. Das sollten wir also nicht mit Janett streamen, Warum? Nee, Janett kennt davon nichts. Aber ja, das erstmal zum Solo-Abenteuer. Dann so. habe ich, glaube ich, noch das Swaffnir, weil der Mirko man möchte noch Ganz reingereicht. nah. Ist drinne. Das Swaffnir bei der Mekum ist noch in Arbeit. Ist noch in Arbeit. Das dauert noch ein bisschen, aber im Moment sind ja auch andere Produkte noch nicht ganz so weit und das Vademekum ist, es ist eins der kürzeren Produkte, wenn man sich den eigentlichen Text anguckt. Da mache ich mir also noch nicht so große Sorgen. Ansonsten hatte ich vorhin schon gesagt, auf die ganzen Zusatzprodukte will ich nicht im Detail eingehen. Was ich euch schon mal sagen kann, ist der Roman, den wir jetzt in der zweiten Auflage machen, den Alex geschrieben hat, Der Pfad des Wolfes, wo wir einen jungen Gjalsker Tierkrieger aus dem Mordhack auf seiner ersten Queste nach seiner Kralessa, seiner Reifeprüfung begleiten. Der ist schon überarbeitet und schon fertig gelayoutet, glaube ich, oder die letzten Anmerkungen werden gerade im Layout umgesetzt. Ja, und ansonsten ist Alex an den Zusatzregeln für die Erweiterungsbände auch schon dran. Wenn er mit dem Hauptteil der Regeln fertig ist, wir bearbeiten das auch grundsätzlich en bloc und gucken dann, was wir alles in die Zusatzbände schieben und was wir in der eigentlichen regionalen Spielhilfe belassen wollen. Das Ja. erstmal als Einblick in die Arbeit an die Gestade des Gottwalds und dem ganzen Kram, der da so zugehört. Das ist ja unheimlich viel Also geworden. deine Anmerkung zur Anlehnung an den Film hat auf jeden Fall die Fantasie des Chats befördert, ja. Was sind denn die Mutmaßungen? Ach du, also über Fast and Furious, Hangover, Herr der Ringe, Fluch der Karibik, 50 Shades of Grey, Mr. Bean. Haben wir hier alles mit dabei. Also ich finde es gut. Sindbad, der Abenteurer. Interessant. Finde ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Die Frage, welche Änderung es zum ehemaligen Buch gibt von Mr. Turkington, ist wahrscheinlich ein bisschen zu umfangreich, um das jetzt in Kürze zu bearbeiten. Oder schätze ich das falsch ein? Gemeint ist unter dem Westwind. Ich gehe davon aus, ja. Na, sagen wir mal so, inneraventurisch sind 19 Jahre vergangen.
Das ist natürlich eine lange Zeit. Deswegen hat sich in Torvald auch einiges getan. Also ja, wir werden einige bekannte Figuren wieder treffen. Viele bekannte Figuren nehmen nicht mehr die Rolle ein, die sie ursprünglich mal eingenommen haben. Neue Figuren sind dazugekommen. Über den Bodir wurde eine Brücke gebaut. Also ja, die Jarltümer wurden einer Reform vom obersten Jalding unterzogen, was unterschiedlich aufgenommen wurde in unterschiedlichen Jarltümern. Da wird noch einiges kommen. Okay, vielleicht habe ich es dann einfach falsch eingeschätzt, aber Also, das ist. die Änderungen sind schon da, aber Torvald ist immer noch Torvald. An einigen Stellen ist es vielleicht Torvaldscher als vorher. An einigen Stellen nicht, aber das werdet ihr sehen, wenn ihr das Buch dann in den Händen haltet. Sehr cool. Ich denke, das hat die Frage beantwortet und ich würde dann einfach mal in Anbetracht der Zeit den Torwall-Block damit abschließen. Ich denke, das ist in deinem Interesse. Ja. Und dann hast du mir jetzt hier noch vier andere Illustrationen ungefähr gegeben. Ja, die Wollen wir ersten beiden direkt. kannst du gleichzeitig einblenden. Ja, das ist ein richtiger Punkt. Das mache ich dann mal direkt. Die sind nämlich auch sehr schön. Das ist nämlich das. Baba ist jetzt drinne. Das aventurische Herbarium 2. Ganz genau. Nach dem großen Erfolg und dem unglaublichen Feedback, was wir zum ersten Band bekommen haben, freuen wir uns alle sehr auf den zweiten Band. Wir haben natürlich schon in der Konzeption von Band 1, Band 2 im Hinterkopf gehabt. Und Zoe ist schon fleißig dabei. Die Texte liegen auch schon zu einem großen Teil vor. Das Herbarium 2 kommt also später im Laufe des Jahres. Sehr, Und sehr, sehr cool. beinhaltet wieder einen Großteil Pflanzen, die ihr schon kennt, aus früheren Editionen, und aber auch ein paar neue Sachen. Und es gibt ein paar sehr spannende Themen, wie zum Beispiel daimonide Pflanzen oder verschiedene Hölzer zur Herstellung von Traditionsartefakten. Also gerade die Magierstäbe wären da, glaube ich, interessant. Mein persönliches Highlight sind aber, glaube ich, die, ja, wie soll man sagen, so Mini-Abenteuer-Settings mit so einem Herbarium-Fokus. Also da haben wir so Landschaften, die halt auch durch ihre Vegetation geprägt sind und direkt in jedes Abenteuer eingebaut werden können, wie zum Beispiel ein dämonisch verseuchtes Moor oder ein Sumpf. So kleine Wildnis-Episoden, die man damit aufpeppen kann. Ich glaube, das ist so ein Werkzeug, das für viele Spielleiter super interessant werden kann. Und eins meiner Highlights aus dem Buch. Die Limited Edition kommt auch wieder in Blau, wie beim ersten Herbarium. Und auch diese wird über den Collectors Club zu beziehen sein, wenn er soweit ist. Sehr cool. Der Chat freut sich auf jeden Fall. Dazu machen wir bestimmt auch nochmal ein genaueres Preview, wo wir euch Genau. ganz viele Innenillustrationen zeigen und sowas. Aber heute war der Fokus auf Torvald. Das, was jetzt noch kommt, machen wir genauso knapp wie das, was wir vor Torvald behandelt haben. Genau, dann habe ich nämlich jetzt nochmal als nächstes Thema die Einsteigerbox. Ja, die Einsteigerbox. Auch da hat Alex, glaube ich, schon ein paar Worte zu verloren, denn wir arbeiten an einer Erweiterung für das Geheimnis des Drachenritters. Und diese Erweiterung wird den Titel Die Hexe vom Schattenwasser tragen. Darin wird es zwei neue Heldentypen geben, also Archetypen. Eine Hexe, Morla Grabensalb, und einen Streuner, dessen Name mir gar nicht einfällt. Ich glaube, der Vorname beginnt mit A und da heißt dann Fuchsfell mit Nachnamen. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Zwei spielfertige Archetypen, also wieder bekommt jeder sein eigenes Abenteuer zum Einstieg mit Tutorial. Dann gibt es ein Szenarioheft, es gibt eine Regionalbeschreibung. Diesmal fokussieren wir uns da auf die Stadt Reichsend. Und natürlich gibt es dazu auch wieder neue Acrylblips, neue Bodenpläne und. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das sah sehr cool aus, was ich jetzt mal so mitbekommen Aber die ist habe. auch schon recht weit, die Erweiterung. Ich kann noch nicht Yes. genau sagen, wann sie erscheint. Einen genauen Termin haben wir noch nicht gemacht. Müssen wir mal gucken,
mit der Produktion der ganzen Einzelteile vorangeht. So eine Box mit so viel Kleinkram drin, das haben wir schon bei der ersten Box gemerkt. Das ist in der Produktion unheimlich aufwendig, denn die Teile müssen ja alle, also erstmal redaktionell aufeinander abgestimmt sein, was kompliziert ist, und dann natürlich aber auch in der Produktion. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da dieses Jahr noch das Ding in die Läden bekommen. So. Dann haben wir zum Abschluss noch ein Highlight. Genau. Da werde ich auch nicht viel drüber sagen, aber wir haben es vor Jahren auf der RadCon schon mal angekündigt. Das habe ich damals in der Keynote gemacht. Da habe ich nur, das war nur so ein Text, der aus zwei Worten, die von einem Apostroph getrennt werden, gehabt und gesagt, dazu wird es irgendwann eine Kampagne kommen. Und naja, nach der Keynote hat Markus mir dann auch die Ohren lang gezogen und gesagt, das hast du viel zu früh gesagt, jetzt werden uns die Leute mit Fragen bombardieren, wann es dann kommt. Und bis es dann kommt, wird noch eine Weile Wasser den Hanfler runterlaufen. Und Markus hatte recht, wir haben das Projekt aber zwischenzeitlich auch, ich sag mal, stiefmütterlich behandeln müssen, weil andere Sachen stärker im Fokus waren. Jetzt ist es aber soweit. Philipp, bitte. Achtung und Die ta-da-da-da. Zähne des Kaimans, der erste Teil der Al-Anfa-Kampagne, die den Titel oder Untertitel Rabenkrieg tragen wird, wird wohl im Sommer erscheinen. Auf den Monat will ich noch nicht genau den Finger legen, das ist im Moment schwierig. Aber ich gehe von der Jahresmitte aus, irgendwo da plus minus. Und damit beginnt dann auch die nächste große sechsteilige Kampagne. Auch hier ist es unser Plan, alle 3 Monate euch dann mit einem weiteren Abenteuerband zu versorgen. Und die Abenteuertitel werden auch alle wieder, genau wie das bei der Theaterritterkampagne war, wie das bei der Sternträgerkampagne ist, alle so ein bisschen was Ähnliches haben. Sehr, Also die sehr Zähne cool. des Kaimans, des Hm, des Hm und so weiter. Also allein der Blick von Carolan hier auf dem Cover, der lohnt sich schon, finde Ja, ich. ist auch eine Szene aus dem Abenteuer direkt. Also, da hat Alex heute, glaube ich, auch gerade, ist er mit den Regeln durchgekommen. Also das Abenteuer ist jetzt durch unseren Regelcheck durch. Da muss ja Johannes jetzt, der als der Hauptverantwortliche Redakteur für die Kampagne ist, jetzt nochmal einen Blick drauf werfen, was Alex da alles geändert hat. Und dann geht's ab ins Lektorat. Sehr cool. Also die Leute freuen sich auch hier ordentlich. Das freut uns doch auch. Wie viele Leute erfreuen wir denn eigentlich? Momentan sind es 120, die wir erfreuen. Sehr schön. Ja, und damit, ihr seht, das war mein letzter Zettel. Ich bin damit auch für heute erstmal soweit durch. Darf ich dich noch mit ein, zwei Fragen löchern, die hier im Chat gestellt wurden? Na klar. Und zwar eine Frage, die hatte ich vorhin schon etwas zurückgestellt von Shuginya. Jetzt muss ich ganz kurz wieder hochscrollen, hier schon kurz auf die Sprünge. Ach, die Leute sind alle so fleißig am Schreiben. Du musst dir die Shuginya, ich Fragen bin natürlich kurz. notieren, Philipp. Du brauchst immer einen Ja. Notizzettel neben dem Monitor. Ich war so fleißig hier am Regieren. Shuginya, stell die Frage doch bitte gerade nochmal. Ich stelle währenddessen die andere, die ich hier sehe. Ach genau, es hatte was mit der Artefaktmagie zu tun. Ob da die Charaktererstellung, das ist vielleicht ein bisschen was Grundsätzlicheres, aber hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Werkzeugen des Meisters zu tun. Ob irgendwie denn noch was an der Charaktererstellung so gedreht wird, dass man größere Artefakte erschaffen kann? Also weder in Torvald noch in die Werkzeuge des Meisters ist das vorgesehen. Wir werden aber sicherlich nochmal einen Band herausbringen, wo näher auf die Artefaktmagie eingegangen wird. Okay, das war das eine. Okay. Wobei man natürlich So. bei den Runenschöpfern, den Runa Höfundur, darauf zählen kann, dass wenn sie, ich sag mal, in Lederrüstung oder sowas hineinsticken oder
ein Drachenschiff mit einer Schnitzerei versehen, dass sie da Magie reinfließen lassen können. Und dass dadurch das Objekt dann zu einer Art Artefakt wird, das ist aber nicht mit dem zu vergleichen, was die Magier der Kunshima Dracheneiakademie imstande sind zu tun. Ja, der Chat greift direkt das mit dem Notieren auf hier. Ich werde schon veralbert. Eine Frage, das fand ich aber auch ganz interessant. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu ja was sagen. Und zwar betrifft das das Herbarium. Und ich lese mal die Frage vor, weil ich kann es wahrscheinlich gar nicht so richtig übertragen. Könnte man eine Karte haben, auf der die Regionen der Herbarien markiert sind? Einmal mit den Landschaftstypen und dann auch kleinteiliger mit spezifischen Regionen. Ein bisschen so, wie es mit den Landschaften aus den Regionalspielhilfen ist. Ist eine super Idee. Wenn, ja, sage ich, bringe ich gleich morgen. Ich habe morgen eh ein längeres Gespräch über Projekte mit Zoe und da kann ich das dann gleich vorschlagen. Glaube ich auch, Wenn ja, fand ich sie nämlich das noch auch. irgendwie im Band unterkriegt, ist sie, glaube ich, happy über den Vorschlag. Ich glaube, das ist auch was, was ihr gefallen würde. Ja, ich finde, das klingt super. Also ich Aber hoffe, also kriegen wir vielleicht hat dann. sie es auch selber schon selber eingeplant. Das ist auch möglich. Ich soll es mir direkt aufschreiben. Ich mach's, ich mach's, ich mach's. Moment. Karte mit den Regionen. So. Ist auch gleich was, Philipp, das kannst du direkt mitnotieren. Wir haben ja noch ein Spielkartenset fürs Herbarium offen Ja. und wir hatten uns ja entschieden, das so weit nach hinten zu stellen, bis wir auch das Herbarium 2 rausgebracht haben, damit wir alle Pflanzen in einem Kartenset haben und ein zweites Kartenset machen wir dann wahrscheinlich mit den ganzen Rezepten, die in den beiden Herbarien stehen. So dass es dann trotzdem wieder zwei Kartensets werden, aber eben nicht ein Kartenset mit Pflanzen und Rezepten und ein weiteres Kartenset mit Pflanzen und Rezepten, sondern halt thematisch getrennt. So eine Karte mit so einer Schnellübersicht, welche Region wo ist, je nachdem, ob das auf so eine Karte passt, könnte ich es mir auch im Spielkartenset noch vorstellen. Schreibt das bitte direkt mit auf, dass wir da nochmal gucken müssen, wie viel Platz wir auf so einer Karte haben. Vielleicht muss man da auch zwei, drei Karten zusammenlegen, um Aventurien ganz abzubilden. Zack, habe ich gemacht. So, haben wir dann noch ein paar Fragen hier? Nee, jetzt ist mein Aufschreiben ist das Thema. falls du was dazu sagen kannst, was wird denn als nächstes erscheinen, brauchen ab April Schu Nachschub? Ja, weiß ich gar nicht so genau. Den Produktplan habe ich jetzt nicht im Kopf. Ansonsten würde ich immer empfehlen, das aktuelle Heldenwerk-Abenteuer heranzuziehen. Dabei handelt es sich um ein, wie es heute thematisch super in den Stream passt, Solo-Abenteuer. Oh Mann, und man steuert eine nicht allzu unwichtige Person. Ja. Ich lerne dazu. Das hat Mr. Torgerton natürlich schon durch. Gut, du zählst nicht. Ja, cool. Ach genau, es war noch eine Frage. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen. Vielleicht, und zwar zu einer möglichen Bornland-Regionalspielhilfe. Da haben hier ein paar Leute ihre Hoffnungen geäußert. Ja, Gibt es wäre da gerade komisch, Probleme? wenn wir nicht schon längst grundlegende Arbeiten daran begonnen hätten, oder? Das wäre merkwürdig, ja. Ja, Theaterritter ist ja schon ein bisschen her. Aber ob das realistisch 2020 oder eher 2021 wird, dazu können wir nichts sagen. Aber wir haben da schon ein paar Ideen und Konzepte. Aber weiter sind wir in dem Thema jetzt noch nicht. Das heißt, auf die Schnelle wird es keine Bornland-Regionalspielhilfe geben. Aber es wird eine geben. Das ist doch mal was. So, jetzt finde ich aber hier gar nichts mehr gerade. Ich glaube, wir haben auch echt ordentlich Thema behandelt und deutlich länger gemacht, als wir wollten. Oh ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Informationen und deine Auskünfte. Ich glaube, du hast vielen Leuten hier, die zugeschaut haben, eine große Freude damit bereitet. Ich danke dir für Und deine technische Unterstützung. Ich wäre ja immer hier im gern. Studio alleine sonst aufgeschmissen gewesen, wenn du hier nicht sonst alles per Fernbedienung bedienen könntest.
aus meinem Raumschiff-Cockpit hier. Vielen Dank auch an alle, die zugeschaut haben, die dabei waren. Ich hoffe, wir haben euch heute den Tag wieder etwas schöner machen können, etwas Eskapismus liefern können. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen alle wieder, beziehungsweise wir hören uns, Nico, oder schreiben uns. Und dann sage ich schon mal Tschüss an alle, die zugeschaut haben. Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao. Und ich winke freundlich, weil ich den Knopf nicht finde. Jetzt. Ciao, ciao.